Nur noch ein großes Reich steht uns im Weg. Frankreich und die dahinterliegenden Königreiche sind von Jahrzehnten der Kreuzzüge gebeutelt. Wenn wir Osteuropa unterwerfen können, wird uns auch der Westen anheimfallen. Doch um den Osten zu brechen, müssen wir Ungarn bezwingen. Ungarn besitzt die gewaltigste Kavallerie in ganz Europa. Und nicht nur tragen sie Rüstungen aus europäischem Stahl, ihre Pferde sind die Vettern unserer eigenen und über die russischen Steppen zu ihnen gelangt. Der Fluss Sajó, der uns von den Armeen Ungarns trennt, ist gefroren, sodass wir ihn nicht mit Schiffen überqueren können. Stattdessen entscheidet sich die Schlacht daran, welches Heer die Brücke halten kann. Subutai ist mit Verstärkung auf dem Weg. Wenn wir dem Angriff der ungarischen Ritter bis zu Subutais Ankunft standhalten, können wir die Brücke erobern. Alles entscheidet sich an dieser einfachen Brücke. Wenn wir den Sajó erobern können, erobern wir Ungarn. Wenn Ungarn fällt, fällt auch Europa. Mit Europa und Asien unter unserer Kontrolle wird der Feldzug der Mongolen vollendet sein. Und damit herzlich willkommen zur letzten Folge von Genghis Khan. Ein schönes 1 gegen 1 gegen Ungarn. Machen wir, ne? Was gibt's denn hier für Hinweise und Speer? Komm, gönnen wir uns die doch mal. Also erstmal, ne, zerstören sie alle Dorfzentren und Burgen der Ungarn. Also nicht mal alles, sondern nur die zwei wichtigen Dinge. Überleben sie, bis die Verstärkung von Subutai eintrifft. Okay. Das Bevölkerungslimit beträgt 125. Setzen sie ihre Saboteure klug ein. Sie können keine weiteren ausbilden. Ja, gut. Ach Gott, Entschuldigung. Onaga und Triböcke können ganze Wälder dem Erdboden gleichmachen. Ach. Das ist ja toll. Aber Onaga sind gegen Wälder deutlich besser als Triböcke, glaub mir. Der Fluss Sajó ist vereist. Daher ist es unmöglich, Schiffe zu bauen. Die Armee der Mongolen Orange hat sich nördlich des Flusses Sajó versammelt, um Ungarn zu überfallen. Subutai selbst wird später im Osten mit Verstärkung eintreffen. Das Königreich Ungarn, Violett, befindet sich südlich des Flusses Sajó. Die Ungarn haben hervorragend bewaffnete Streitkräfte und starke Befestigungen. In der Schlacht vertrauen sie vor allem auf schwere Kavallerie, sorry, Plänkler, Skorpione und Ramböcke. Alles konterbar durch unsere Steppenreiter. Ha, da es die damals ja nicht gab, ist das natürlich jetzt eine riesengroße Erleichterung. So, Khan, wir müssen die Ungarn aufhalten, bis Subutai eintrifft. Er wird in 40 Minuten hier sein. Okay, pass auf, machen wir das da. Ihr drei geht da drauf. Autokunden, Autokunden. Bringt uns nur dicht genug an die feindlichen Gebäude heran. Und wir geben unser Leben für die Sache. Finde ich gut. So, und ihr geht bitte mal auf die 2. Vorerst. Da war schon direkt ein Düdüm. Okay, gibt keins. Okay, 6 Stück haben wir hier dran. Wir machen erstmal mal 8 Stück an Nahrung. Dorfbewohner haben wir keine mehr. Cool. Wir lassen ihn einfach mal. Muss er ja wissen. Da mal ein bisschen Stein ist gut. Aber gut finde ich, dass sie hier nirgendwo was Wasser drüber können. Zumindest hier an der Seite. Okay. Schon mal ein bisschen vorrücken. Wir haben Haupttürme, nee, Wachtürme. Schade. Mehr Holzfäller. Und dann machen wir ein paar Felder. So, zack, das war scheiße. Dahin. Genau, du brauchst das nicht machen. Du bist jetzt für Feldarbeit eingestellt. Perfekt. Ja, das brauchen wir gar nicht. Auch wenn wir hier schon eigentlich Ritter machen könnten, würde ich lieber den Stall nehmen für Steppenreiter. Ne? Logisch. Ich werde nur überlegen, wie schnell wir hier das alles machen müssen. Guck mal, das sind sogar Ruinen. Nice.
Da ist ein bisschen Gold. Stein. Da ist Stein. Naja, hier ist natürlich ein Weg, wo wir rübergehen können mit Rohstoffen. Und deswegen auch die Einspielung mit dem Hinweis, wo wir uns hier durcharbeiten könnten, ja? Aber gut. Den jagt ihr bitte ganz kurz. Gibt es eine Möglichkeit, wie man nachgucken kann, was man schon geforscht hat? Geht das? Temo. Ah, ich glaube nicht. So, du machst da schon mal dicht. Sollte, glaube ich, dicht sein. Ich bin mir da nicht sicher, aber... Ah, sollte eigentlich. Sicher? Nee, lass das bitte. Mehr Scouten braucht er nicht. Meine Seite wollte ich nur sehen, das reicht mir. Wobei, was ist da in der Ecke? Kein zugängliches Gebiet, also mir egal. Wart ihr nicht mal mehr? Oder waren das nur... Ne, erstmal nochmal 6 Stück, oder? Oh, keine Ahnung. Ist mir auch egal. Da noch ein Feld? Wunderbar. Ich brauche auf jeden Fall mehr Nahrung. So. Ja, jetzt kommt er natürlich mit dem ersten Angriff an. Da kannst du jetzt auch nichts gegen machen. Alter, die Türme sind da schon voll gut geforscht. Nice. Du machst uns direkt ein zweites Dorfzentrum. Und zwar dahin. Die stellen wir mal auf den Hügel hier drauf. Genauso wie die, damit wir den Bergbonus haben. So, nebenbei haben wir auch ein paar Steppenreiter. Nur für den Fall der Fälle. Fuck. Das habe ich nicht ganz gesehen, dass der Tribok hier schon steht. Oh, scheiße. So, und zurück. Den Rest sollten wir eigentlich so hinkriegen. Einfach müssen im Kreis rennen. Machen die Türme schon. Ah, siehst du, funktioniert doch. Ja, besser hätte ich mir gar nicht selbst machen können, ihr. Ja, wunderbar. Also. Da rein. Timo. Die 5 gehen bitte sofort in Gold. So. Okay, das war der erste Turm. Schade. Warte, erstmal die kaputt machen. Viel wichtiger. Damit die uns keinen Schaden machen, weißt du? Subutai sollte in 30 Minuten eintreffen. Wunderbar. Nein, nicht treffen. Oh Gott. Oh Gott. Ja, hat doch sehr gut geklappt, der erste Angriff. Und speichern. Wir haben zwar unsere Grundarmee verloren, aber... doch nicht. Timo. So, du bist die 3. Noch ein paar Steppenreiter. Du gehst hin, machst da noch ein Feld. Das gleich machst du auch, bitte. Du gehst hin, machst bitte noch einen Stall. So. Wobei, ihr könnt eigentlich doch direkt schon mal hier runterlaufen. Da dran. Du machst da ein Holzlager hin, dass wir das auch schon mal haben. Du machst da ein Feld. Sehr gut. Und dann nochmal 2 Steppenreiter. 3. Dass wir uns auch wehren können, weißt du? Kurzes Schaf holen. Aha.
Kurz überlegen. Noch mehr Felder, würde ich sagen. Wir haben jetzt 46. Machen wir es so, dann müssten wir eigentlich genau 50 haben. Also optimal. Zack. Alle drei gibt es an Stein. Wir brauchen auf jeden Fall Elite-Steppenreiter, das ist wichtig. Oh, und vor allem Häuser. Ja, auch mal ganz hilfreich. Mein Stück haben wir schon mal hier. Sehr gut. Ja, wie teuer sind das? 900 und 550. Das ist immer so teuer alles. Machen wir gleich. Machen erstmal noch ein paar Steppen weiter. Ist auf jeden Fall wichtiger, meiner Meinung nach. So, und dann machen wir hier noch mal ganz kurz ein paar Felder. So. Wie viel Goldtag haben wir? Zu wenig. Ich hätte gerne ein paar mehr. So, 10 Stück nämlich. Hä, hey, müssten eigentlich 10 sein. Hä? Ah ne, Quatsch. Die letzten 10. So. 3 Steine sollte erstmal reichen und der Rest ist dann Holz, genau. 15 Stück zur Verteidigung sollten eigentlich erstmal auch genügen. Machen wir 5. Was soll ich machen? Wehrpflicht, genau. Und Bogen verstärken, bitte. Ja gut, die Tribocke sind natürlich mies. Aber machbar. Wunderbar. Ja, der Turm ist egal. Und rein. Okay, 50 Dorfbewohner. Ich würde sagen, wir machen tatsächlich sogar 60. Lol, da stehen die drei anderen. Na moin. Wie seid ihr jetzt da durchgekommen? Na ah, toll, jetzt Jenny natürlich. Ja, richtig unnötig. Und die auch. Naja. Kannst nichts machen, wenn du mit unfähigen Leuten zusammenspielst hier, ne? Scheiße. Ja, 6 Stück kommen noch. Ich glaube, da sind jetzt nicht noch mehr gestorben als die, da die ich gesehen habe. Machen wir mal hier hinten zu. Du kommst mal bitte ganz kurz her. Du machst dann mich noch eben ein paar Stelle. Und da dicht. So. Und du machst uns bitte deine Burke. Ich weiß nicht, ob das noch als Berg zählt. Ja, müsste aber eigentlich. Dann machen wir jetzt unsere Steppenreiter auf Elite. Haben wir schon eine Schmiede irgendwo? Nee, ne? Ein Marktplatz aber immerhin. Ansonsten machst du gleich da noch zu. Hast du noch ein Schaf? Ja, die Schafe brauche ich eigentlich gar nicht, das ist irrelevant. Habe ich irgendwas vergessen? Kurz überlegen. Nee, eigentlich nicht. Cool. Mhm. Ja, dann kann er kommen, der Junge. Ach ja, stimmt, wenn man das mit einem zweiten Befehl macht, dann geht nämlich erst das erste Mauschen bauen und dann den nächsten Befehl. Sollte in 20 Minuten eintreffen. Sollte in 20 Minuten eintreffen. Ja. Cool. Oh, ein Husar. Damit der mich hier schon angreift.
Dann kommt doch bestimmt noch mehr, oder? Wo ist die Stuff? Wegpieksen. Okay. Wenn ihr jetzt alle Elite seid, dann brauchen wir eigentlich nur noch ganz kurz ein bisschen Spam. Passt. Timo. Süße. Dann gehst du mit deinem Gold. Sicher. Du auch. Und du gehst mit der Nahrung. Danke. Wollen wir noch einen? Da. Oh lol. Ein Tribok. Kommen da noch mehr? Nee? Okay. Lol. Dann halt nicht. So, dann brauchen wir nur noch diese Forschung hier, dann sind wir damit nämlich schon mal durch. Timo. Dann kannst du schon mal eine Burg da oben hinsetzen, einfach weil es ein Berg ist. Das ist geil. Und du kannst hier hinten. Oh, da dich machen. Ja, das war's auch schon. Dann machen wir hier nochmal eine Gruppe aus den ganzen Burgen. Die uns hier bitte Tribocke sammeln. Angriff. Nein. Aber die Angriffe gehen voll klar eigentlich. Wir verkaufen ein bisschen Holz. Und Nahrung. Ah, nicht das Forschen, sondern wir machen das da. Und dann machen wir mal 5 Tribücke. Warum auch nicht? Mach mal hier einen weniger und da ein mehr. Vielleicht kommt es ja ungefähr gleich dann. In 15 Minuten ist er da. Lol. Seit wann ist denn da ein Stall? Süte. Pardachtung. Ist ja frech. Bittenbein. In meinem Gebiet gibt es keine Stelle auf den Bergen. Das weiß ich zu unterbinden. Ja, ernst? Oh Mann. Ja, die Dinger hier brauche ich eigentlich gar nicht. Komm, geht euch mal bitte opfern. Wir brauchen schon, ganz ehrlich, wir brauchen die schon. Wir können keine neuen machen, weißt du, wir haben hier noch normale Pedaliere. Ich weiß, die sind stärker, aber. Und vor allem schneller. Aber eigentlich Unsinn. Ah, die sind aber echt voll schnell, krass. Respekt. Nochmal 10. Dann nochmal 40. Ich hätte gerne noch ganz kurz gern ein Kloster. Ach, doch nicht mein Tribok. Was soll das denn? Voll unnötig. So. Guck mal, der baut das Schwerenstall hier. Wow. Hey, das Geräusch kommt noch gerade. Wieso ist denn hier keiner? Ich dachte, der hat einen bekehrt. Hm, dann eben nicht. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Das sind jetzt 20. 1, 2, 3. Dann haben wir unsere 60 Stück zusammen, dann können wir zum Angriff gehen. Perfekt. Wow, dann ist das jetzt ganz schön einfach geworden. Lol. Hä, dann. Ich finde das krass, also so vom Gefühl her ist Genghis Khan die einfachste Kampagne bis jetzt. Cooper, der einen mit einmal schon China da einmal ein bisschen verkackt war, nur weil wir auf dieser einen Insel gebaut haben und direkt gepusht wurden, aber. Hä? Oh, oh nein. Der lebt sogar noch.
Lebst du das? Nee, oder? Nee. Dachte ich mir schon. Vor allem, wenn die auch voll schnell erschaffen, das finde ich auch sehr gut. So, 60 Stück, auf geht's. Oh, wir haben volles Bevölkerungslimit hier dann. Sicher. Geht ihr jetzt hier mal bitte in das Gold? Bitte, weil wie Portfolio. Was dann fällt? Ihr fünf holt euch das Stein. Du gehst da keine Ahnung was machen. Jagen. Du hilfst. So, weiter. Subutai sollte in 10 Minuten eintreffen. Ich hoffe, er verspätet sich nicht. Ja, ja. So. 10 Minuten eintreffen. Angriff. Ich hoffe, er verspätet sich nicht. Okay, jetzt treffen sie gar nicht mehr. Schön. Amor Mindu. Ah, ich habe was vergessen. Bipim Bai. Barisachchung. Ja, guck mal, hier ist ja schon alles clean. Da können wir einfach kurz rübergehen. Mal defensiv die Tür nicht wieder überall hinrennen, wo sie nicht hin sollen. Und dann hier hin. Und ihr macht bitte die Burg kaputt. Hey, das ist ein Schmiede. Oder? Ja. Lol, ich dachte gerade schon, der trifft die Triebocke. Ich habe mich jetzt gerade absolut verarscht gefühlt kurz, ne? Holy shit. Nein. Die Triebwerke angreifen. Okay, 5 sind schon gestorben. 6, 7. Zusammenbauen. Schon zurückgehen. Das war die erste Offensive. Sehr gut. So, und nochmal rein. Du auf den Turm. Du auf den Turm. Du auf den Turm. Du da drauf. Du da drauf. Sehr schön. Was ist das da eigentlich? Ein Kanonen... Das ist ein Kanonenturm? Okay. Hey, jetzt hat er Paladine. GZ. Ich bin stolz auf dich. Bis die Verstärkung von Subutai da ist, liegt schon nichts drin. Das Tor angreifen. Ihr geht mir bitte ganz kurz da die Fänke vertöten, aber nur weil es geht. Du darfst bitte das an. Du das da. Du das da. Oh, ihr seid nicht nah genug dran, oder? Wetten wir, die bauen sich wieder zusammen? Oh, nee, diesmal mal nicht, ausnahmsweise. Okay. Und rein. Moment, einmal kurz zurückziehen. Einmal sammeln. Alles packen. Weißt du, wir müssen noch ein bisschen mit Taktik herangehen. So ganz wahllos ist ja kacke. Und alle fünf auf die Burg. Oh Gott, nee, Paladin ist wichtiger. Ihr geht hoch. Nee, nee. Oh, nö. Ja. RIP. Schade. Worüber wir die beiden hin wollen? Achso, zum Plänkler. Ach, scheiße. Oh, was ist denn hier? Da ist ja ein offener Weg. Kurz den töten gehen. Okay, da ist gar nichts.
Kurzangriff da. Wunderbar. Sehr schön. Gerne dahin, bitte. Mehr Steckenreiter. Sacher. Du gehst bitte mit Jagen. Okay, mehr Feuer haben wir nicht. Sehr schön. Zwei Schläge noch. Einmal noch. Sehr gut. Wie sieht's hier aus? Wunderbar. Packen. Und dir geht weiter scouten, bitte. Weil von da oben kam Paladin, die muss irgendwo im Stall sein. Ah, den Kampf gewinnen wir da oben. Sehr schön. So, da runter. Einer geht auf die Dingens da, einer geht da auf das Haus, einfach damit die Reichweite hat. Du auch. Sehr gut. Wunderbar. Und hier oben, wie sieht's da? Ach, da guck mal, da ist. Ich hab's doch gesagt, da ist ein Stall oben. Ich wusste es. Easy. Subutai und seine Männer sind im Osten eingetroffen. Khan. Khan. Lol, was seid ihr denn? Beijing. Beijing. Timo. Das ist alles? Das ist die Verstärkung? Die haben Sirus angekündigt. Ich ist ja geil. Ja gut, die Kane und den Sogubui-Bui-Bai-Wabui gehen in die Burg. Und ihr, ja, keine Ahnung, geht halt rein. Oder bleibt einfach hier, komm, scheißegal. Dahin, ich gehe kurz darunter gucken. Den töten. Den töten. Hier hinten gehen wir mal ganz kurz gucken. Ihr baut euch bitte wieder zusammen. Oh, da sind Türme. Nice. Ah, ja, lassen wir das da unten mal stehen. Das ist egal. Und zum Dorfzentrum. Die 1. Rein. Hat gereicht. Lol. Fahrt mal bitte mit. Das ist das Schicksal der Ungarn und all jener. Mongolischen Stämmen trotzen. Ah, hat gereicht. Während Dorfzentren gibt es nicht. Sehr schön. Ja, das war irgendwie mega einfach. Was gab's denn sonst noch so? Hier wahrscheinlich noch so ein Tor zum Eingang oder so, ne? Ja, wusste ich's doch. Oh. Ja, also ich sag mal, wie es ist. Das war jetzt ehrlich gesagt wirklich ziemlich einfach. Lol. Gut, wir hätten uns in der Theorie auch. Statt uns hier mit der Burg anzulegen, die übrigens auf einer erhöhten Fläche ist, ne? Auch sehr mies eigentlich. Hierhin gehen können. Oder, was die uns gesagt haben, ist, mit durch den Wald hacken. Hätten wir hier durchgekonnt, was uns keinen Vorteil bringt. Aber wir hätten uns hier unten durchhacken können. Den Turm kaputt machen können. Weiterhacken. Und hätten hier reingehen können. Das, glaube ich, hatten wir damals auch gemacht. Und dann kannst du hier easy peasy durchgehen. Aber, warum nicht einfach frontal angreifen? Ah, das. War jetzt nicht ganz so schwer, ehrlich gesagt. Aber nice, ja. Damit ist Genghis Khan fertig. Ne? Danke, schwimmst du schon noch rein. Tschüss. Nichts steht mehr zwischen uns und dem Atlantik. Das Mongolische Reich herrscht über zwei ganze Kontinente. Europa und Asien gehören der Horde. Jeder Ort, den wir betreten haben, wurde durch unsere Präsenz auf immer verändert. Russland, wo zuvor die Stadtstaaten ähnlich der alten Mongolei im ewigen Zwist lagen, wird von nun an ein einziges geeintes Reich sein. Genghis Khan hat das größte Reich geschmiedet, das je innerhalb der Lebenszeit eines Mannes geschaffen wurde. Sein Leichnam wurde zurück zum Onon gebracht, wo der legendäre Wolf und seine Braut, die Hirschkuh, einst lebten.
Dort wurde er begraben und 1000 Reiter ebneten den Boden, wo sein Grab gewesen war. Die Steppe verschluckte die letzte Ruhestätte des Genghis Khan. Mein Volk zehrt von der Legende, dass ihr großer Anführer eines Tages zurückkehren wird, um seine Reiter zu einem weiteren blutigen Sieg zu treiben.